Moin Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechung Samstag. Mein Name ist Frank Fischer und heute mit dem Thema Wasser. Lange angekündigt, endlich die Folge. Ich melde mich hier aus Island, direkt vom Geysir, eine Menge Wasser, was hier in die Luft geblasen wird. Mal gucken, was ihr für Fotos zu dem Thema eingereicht habt. Klasse, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer. Ich freue mich super. Es ist Samstag, 14:30 Bildbesprechung. Samstag, ich stehe direkt am Geysir. Es ist relativ spät, 20 Uhr. Ihr seht es auch am Abendlicht und am Sonnenstand. Ich stehe hier im Restlicht der Abendsonne. Und heute Bildbesprechung zum Thema Wasser. Lange angekündigt. Ich bin gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Wir gucken uns die Fotos gemeinsam für heute an und sehen uns am Ende des Videos nochmal kurz wieder. Das erste Foto für heute ist von Annette Hassanien. Ja, Annette, schöner Bachlauf, schöne Stelle, gut tiefe Perspektive. Auch eine sehr schöne Belichtungszeit von 30 Sekunden. Da ist das Wasser schön, ja, seicht geworden. Ich mag es an manchem oder manchmal noch mehr, wenn noch ein bisschen mehr Struktur vorhanden ist. Es ist hier doch sehr glatt gebügelt, also insbesondere da, wo am meisten Wasser runterfließt. Was mir gefällt, sind diese kleinen Strukturen von den Lichtreflexen, die in dem Bach überall zu sehen sind. Es ist ein bisschen unruhig, aber das wissen wir alle, es ist Natur, das lässt sich nicht verhindern, außer man räumt halt im Bachbett auf und das wäre hier schwierig gewesen, ist wahrscheinlich. Gute Belichtung, keine ganz optimale Tageszeit, dadurch, dass die Sonne so stark von oben reinknallt. Das zweite Foto für heute ist von Dirk Deutsch. Der Dirk, der hat hier so einen Brunnen fotografiert oder so ein, ja, an so einem Monument, wo eben über einen mehrere Tappen Wasser runterfließt. Das ist super schön in Schwarz-Weiß umgewandelt. Das ist eine sehr schöne Langzeitbelichtung, tolle Beleuchtung auch. Das ist auch natürliches Licht, ganz offensichtlich, also Sonnenlicht. Das ist aber sehr dunkel belichtet und dann sicherlich auch mit größerem Aufwand in Photoshop noch für die Lichtwirkung gesorgt. Ob die Wolken da im Himmel alle echt sind, das wage ich fast zu bezweifeln, wenn ich mir deren Formen so angucke. Aber Exif-Daten kann ich nicht sehen, das ist nicht mitgeschickt. Ist in dem Fall auch egal, es ist sehr schön symmetrisch. Tolles Foto. Ich finde manche der Lichtreflexe ein bisschen störend, wenn man da jetzt viel Zeit mit verbracht hat, um da dran rumzubasteln, dann hätte ich die noch ein bisschen beseitigt, sowohl in der Mitte auf dem Wappen, als auch an manchen anderen Stellen, wo das Licht so relativ stark reinknallt und vielleicht auch diesen kleinen Reflex, der hier unterhalb von dem, der da links den Krug ausgießt, dort zu sehen ist. Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen aufgeräumt. Aber sonst ein sehr schönes Foto zum Thema Wasser, lieber Dirk. Stefan Kurder hat dieses Bild hier zum Thema Wasser eingesandt. Ja, ganz offensichtlich auch eine Aufnahme vom Wasser, also am Meer gemacht. Hier vorne so ein Poller zum Boote festmachen. Dann hier diese Dalbe und hinten im Hintergrund, glaube ich, noch eine Laterne, vermute ich. Schöne Unschärfe im Hintergrund. Die Laterne ist nicht so hübsch, aber ist nun mal so, dass die auf dem Foto ist. Ansonsten aber schön auch hochkant gewählt. Rechts diesen Mauervorsprung, der da noch mit ins Bild reinragt, den hätte ich auch nicht gebraucht. Ich glaube, ich wäre an deiner Stelle ein kleines bisschen, einen halben Schritt weiter nach rechts gegangen und hätte ein bisschen weiter nach links geschwenkt, sodass auch dieser schwarze Laternenpfahl oder was auch immer das da ist, nicht mit drauf wäre, aber trotzdem ein ganz gutes Wasserfoto. Dann haben wir von Michael Koch ein Foto, was den Bildtitel Baltic Sea trägt, also Ostsee. Sehr coole Belichtungszeit, sehr schön auch, ja, wie soll ich sagen, abstrakt gehalten. Gefällt mir mega, also richtig geiles Foto. Toller Kontrast aus dem Grün und dem Blau und oben mit dem Verlauf noch dunkel gemacht. Bestimmt sehr viel in Photoshop oder Lightroom nachgebessert. Aber am Ende zählt das finale Bild und der Bildeindruck ist ein ganz toller, zumindest für mich. Ich finde auch diese Landzunge, die da oben noch mit reinragt, also das bisschen Sand, sehr schön gemacht. Toll, der Verwischer. Ganz großes Verwischerkino. Schönes Foto, Michael. Till Hoffmann hat hier Zitrusfrüchte ins Wasser geworfen. Ja, lieber Till, ich hoffe, du wurdest inspiriert von dem Video hier auf dem Kanal. Hast du schön gemacht, schön dunkel im Hintergrund, toll, wie die Reflexe rausgearbeitet sind. Vielleicht magst du ein bisschen was zum Thema Licht sagen, wie du das Licht gesetzt hast. Gefällt mir sehr. Es ist sicherlich geblitzt, wenn ich das richtig beurteile.
mit einer Belichtungszeit von 125 gemacht. Dann wären die nämlich verschwommen und durch den Blitz eingefroren. Gute Lösung, gut gemacht. Schön eng geschnitten, quadratisches Format, gefällt mir. Gute Bildschärfe. Gutes Foto. Marc Obert hat hier einen Regenbogen fotografiert, aber eigentlich hat er die Travemünder Förde, heißt das eigentlich so, also die Mündung der Trave in die Ostsee, in Travemünde, von oben fotografiert. Und zwar aus dem Maritimhotel von ganz oben. Ich glaube, da könnt ihr auch hin. Das ist oben, glaube ich, ein Café oder ein Restaurant, wenn ich mich nicht täusche. Von da oben runter fotografiert. Sehr schön. Verdammt wenig los, finde ich, da auf der Ostsee. Normalerweise, ich war da gerade erst. Habt auch ein Video produziert im Übrigen zur Ostsee. Könnt ihr hier auf dem Kanal auch gerne nochmal reingucken. Das kommt demnächst eins zum Thema Fototipps am Fischereihafen. Und ja, sehr wahrscheinlich auch noch ein weiteres, nämlich ein Vlog. Mal gucken. Auf alle Fälle ist wenig los, finde ich, auf der Ostsee da. Es ist auch wenig Wind. Es ist schön ruhig, das Meer. Man kann super drüben auf den Prival gucken. Tolle Perspektive. Ich selber war da oben noch nicht. Ich glaube, rechts sehen wir den Schatten des maritimen Hochhauses. Die Sonne steht ja auch noch sehr tief. Das heißt, du bist da sehr früh oben gewesen. Aber die Strandkörbe werfen noch einen unglaublich langen Schatten. Vielleicht deswegen auch so wenig auf der Trave los. Aber eigentlich dachte ich, da ist immer Betrieb. Aber trotzdem tolle Perspektive, so von mir noch nicht gesehen. Gut gemacht. Florian Molau hat den Ölpersee in Braunschweig fotografiert. Ja, Florian, natürlich eine sehr triste Stimmung. So ein typisch bewölkter Tag. Für ein Landschaftsfoto ja oft gar nicht so schlecht. Hier fehlt es ein bisschen an Reflexen und auch an Kontrast. Den hätte ich vielleicht an einer Stelle auch noch ein bisschen nachträglich rausgearbeitet. Also zur Not ein paar unterschiedliche Bereiche maskiert in wärmerem und hellerem Licht und ein bisschen an manchen Stellen noch ein bisschen kühler. Aber das ist ja auch Geschmackssache, das muss jeder selber wissen. Bildaufbaumäßig ganz gut. Das Gras, was unten links reinragt, finde ich nicht ganz so geeignet wie das rechts. Das rechts steht ein bisschen schöner da, weil es deutlich ans Bild reinragt und ganz offensichtlich fürs Bild auch wichtig ist, im Gegensatz zu dem kleinen Flecken unten links. Gute Bildaufteilung über die Drittelregel, aber kein Motiv, was einem jetzt so aus den Socken wirft, sondern eher was Banales, was man mal schnell so beim Sonntagsspaziergang mitmacht. Möflit Altuntas hat dieses Bild hier geschickt aus Mefs Brüttel-Galerie. Ja, das ist ein Schiff, was irgendwo vor Anker liegt und den Namen Paris trägt. Das ist leider sehr lang belichtet für das Schiff. Dadurch ist das Schiff hinten unscharf. Glücklicherweise ist es insgesamt sonst recht scharf. Und ich würde eigentlich erwarten, dass gerade die Antennen oben in jedem Fall dann einen zweiten Geisterbild werfen. Aber vielleicht ist es vorne besser festgemacht wie hinten. Schwer zu sagen. Das hätte ich zur Not einfach ein zweites Mal fotografiert. Und zwar so, dass man das dann rein hätte maskieren können zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche einmal eine längere Belichtungszeit, einmal eine kürzere. Wie lang war es denn hier überhaupt? Du hast 25 Sekunden belichtet, okay. Unten rechts ist so ein störender Lichtreflex im Bild. Den hätte ich an deiner Stelle beseitigt. Und ja, insgesamt keine richtig dolle Bildaussage, finde ich, abgesehen vom Thema Nachtaufnahme und Schiff liegt im Hafenbecken. Eik Deistung hat hier vom Weihnachtstauchen in Warnemünde ein Halb- und Halbbild geschossen, also halb oberhalb des Wassers, halb unterhalb der Wasseroberfläche. Ja, ein interessanter Einblick, lieber Eik. Das gefällt mir erstmal, weil es etwas ist, was man so als normaler Bürger nicht so leicht zu sehen bekommt. Man sieht auch das auf der Frontlinse deiner Kamera und das ist eine Olympus gewesen. Noch irgendwie Wassertropfen sind, die haben nämlich oben überall so ein bisschen unscharfe Bereiche gemacht. Und ja, wir sehen unten halt noch einen Taucher, das ist natürlich relativ trübe, Wetter ist auch nicht richtig doll. Ich glaube, eigentlich hätte es ausgerichtet, ja, also die stürzenden Linien beseitigt, dann oben ist genug Platz. Und auf einer Seite hättest du sicherlich auch noch was wegnehmen können, ohne dass jetzt Bildwichtiges weg gewesen wäre, weil rechts im Bild ist ja auch noch jede Menge Luft, die man zur Not wegschneiden könnte. Das hätte ich auf alle Fälle gemacht, ausgerichtet. Ansonsten aber ein total interessanter Einblick und ich finde es auch abgefahren, dass man Weihnachten in Warnemünde offenbar ein Weihnachtstauchen veranstaltet. Daniel Hebringer hat hier ein paar Tropfen geschickt. Und zwar ein paar Tropfen mit einer sehr schönen Einspiegelung in dem Tropfen. Da sehen wir nämlich diverse weitere Gräser, Blätter oder irgend so etwas, die da eingespiegelt sind. Auch noch was Helles, was ich nicht erkennen kann. Schön
unscharf im Hintergrund, schön ruhig aufgebaut, ohne irgendwelche Hektik. Ich selber hätte höchstwahrscheinlich unten und rechts noch ein kleines bisschen weggeschnitten. Aber es ist auch so insgesamt schon mal ein tolles Tropfenfoto. Der Sascha Bachmann, der heißt ja quasi schon so, wie das Foto aussieht, nämlich ein Foto von einem Bach. Das ist ähnlich gut, würde ich sagen, wie das erste, was wir heute gesehen haben in dieser Folge von der Annette. Das ist auch lang belichtet, in dem Fall nur 5 Sekunden. Trotzdem haben wir auch viele Reflexe im Foto. Es ist vielleicht noch ein kleinen Ticken schöner aufgebaut, auch ein kleines bisschen besseres Licht, weil es eben nicht ganz so stark reinfällt und nur so auf einzelne Flecken Licht wirft und nicht auf das ganze und gesamte Foto, partiell in größeren Bereichen Sonnenlicht einstrahlt. Die Stelle ist auch eine fast noch bessere, finde ich, weil es noch ein bisschen ursprünglicher ist mit den Wurzeln da rechts am Ufer. Gefällt mir sehr gut. Ich finde es auch cool, dass wir hier auf den Bachboden so ein bisschen raufgucken können. Links in der Mitte so ziemlich im Bild, wo so grün ist, dass es da so moosig drunter ist. Wirklich schönes Bachbild. Jochen Mank hat ein Bild im April 2017 aufgenommen, ganz offensichtlich laut Bildtitel, im Goldenstädter Moor. Ja, sehr schöne Moorlandschaft, tolle Lichtstimmung, bestimmt morgens vor Sonnenaufgang. Super, wie von unten dieses Seegras mit diesen weißen Blüten, die so ein bisschen baumwollmäßig aussehen, reinragt, gefällt mir sehr. Was mich so ein bisschen irritiert, ist der Verlauf von so einer Linie durchs Wasser. Hier links ein bisschen aus der Ecke kommt im Bild, wo das herkommt, da scheint entweder was unter Wasser zu liegen. Ach nee, das ist von dem Kondensstreifen, der da oben am Himmel ist, ganz offensichtlich. Aber das hat da so eine, wie soll ich das nennen, so eine Lücke. Und da habe ich den Eindruck, du hast unter Umständen einen Sensorfleck oder irgendwas weggestempelt. Und dabei ist dir in diesem Streifen, in der Spiegelung des Streifens, so eine Lücke entstanden. Insgesamt sind ganz schön viele Dreckflecken auf deinem Sensor. Der ist unbedingt zu reinigen, professionell. Denn du hast fotografiert mit Blende 11, da sollte davon noch kaum was zu sehen sein. In Wahrheit ist aber der ganze Sensor komplett verdreckt. Ich hoffe, mittlerweile hast du ihn gereinigt. Christine Schaban hat den Oxarafoss fotografiert. Ja, das ist ein Wasserfall auf Island am Golden Circle. Im Übrigen der, wo ich eine Kamera mitsamt Objektiv versenkt habe. Ist ein Wasserfall, den wir auch auf den Island-Fotoreisen anfahren. Ein sehr schöner Fall, so zum Reinkommen, weil man auch eigentlich relativ sicher stehen kann auf so einem Holzdeck. Seid trotzdem vorsichtig mit eurem Equipment und nicht so wie ich. Ich habe jetzt da viele Fotos von gesehen und auch gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, Christine, dass unten die Felsen angeschnitten sind. Ich glaube, wir sehen uns ja nächstes Jahr auch auf einer Fotoreise in die Toskana. Also auf so Details, weißt du, achte ich ja viel. Also, dass die Felsen dann angeschnitten sind. Insgesamt finde ich, ist es sehr eng fotografiert. Und du bist auch relativ hoch. Man könnte mit der Kamera da an der Stelle sehr gut tiefer gehen, um noch eine flachere Perspektive da reinzubekommen. Dann wirkt diese Felswand, die ja quasi ein Teil des Überganges von Europa zur amerikanischen Platte ist, auch noch ein bisschen höher und ein bisschen gewaltiger, wenn du mit der Kamera selber tiefer gehst. Du hattest sehr schönes Wetter, das muss man mal ganz klar sagen. Also es ist gut oben mit so ein bisschen blauem Himmel, das gefällt mir. 8 Sekunden Belichtung, das ist eine gute Zeit für diesen Bildausschnitt. Ja, perspektivisch hätte man es noch ein bisschen besser machen können. Die Felsen sind schön feucht, es scheint geregnet zu haben. Das tut dem Fels gut, damit er so ein bisschen glänzt, ein bisschen Reflexion bietet und auch so ein bisschen frischer aussieht. Dann haben wir hier ein Foto von dem Max Studer. Der Max Studer war am Rheinfall, also dem Wasserfall am Rhein. Und ja, der wirkt hier sehr gewaltig. Erstens stehst du schön dicht dran, so dass möglichst wenig Gerödel vor dir ist. Aber er sieht auch hier relativ groß aus. Es ist ja nicht so ein typischer Wasserfall, wie man ihn aus nordischen Ländern kennt, sondern da fällt halt der gesamte Fluss Rhein ein paar Stufen runter. Und das sind natürlich riesige Wassermassen. Dafür ist es halt kein hoher freier Fall, sondern eher so ein über Strom schnellen Geplätschere. Stimmt nicht ganz, ich weiß, da sind so ein paar Kanten auch drin, aber es ist halt nicht das, was man klassischerweise unter einem Wasserfall versteht, wenn man so im nordischen Ländern Wasserfälle sieht. Trotzdem gutes Foto, schönes Licht. Ich hätte höchstwahrscheinlich von den beiden Menschen, die hier rechts in der Mitte auf dem Feld stehen, an der Schweizer Flagge, hätte ich es wahrscheinlich da beseitigt, weil diese Farbkleckse da so ein bisschen stören. Die Flaggen selber stören mich nicht und dass da im Hintergrund auf der anderen Seite am Ufer Menschen stehen auch nicht.
vielleicht noch das kleine Schild, was hier mitten im Rheinfall steht, beseitigen. Dann wird es halt noch so ein bisschen aufgeräumter. Burkhard Achtergarde hat ein Bild geschickt vom Strongman Run. Ja, Burkhard, ich weiß nicht, wo du da teilgenommen hast und ich weiß auch nicht, wie du es fotografiert hast. Hast du es machen lassen oder mit Selbstauslöser oder wie ging das? Weil du bist ja diverse Male im Bild, offenbar Kamera auf dem Stativ und dann mehrfach ausgelöst. Finde ich so insgesamt ganz witzig gemacht, muss ich ganz klar sagen. Wobei ich mir wünschen würde, dass das nicht so in zwei Reihen wäre, sondern vielleicht hintereinander in so einem sehr breiten Format, wenn du verstehst, was ich meine. Also wenn jetzt die vorne in der vorderen Reihe, die Bilder, die da sind, vor dem letzten Bild rechts in der oberen Reihe weitergehen würde und das nicht so untereinander angeordnet wäre. Das wirkt sehr, sehr plastisch, weil das eben, ist wahrscheinlich auch stark nachgeschärft ist hier im Vordergrund. Im Hintergrund, die Zuschauer sind auch von den Kontrasten etwas dezenter gehalten. Das hast du ganz gut rausgearbeitet. Also die Mikrokontraste auf dir selber sind viel größer als die Mikrokontraste sonst im Bild. Insbesondere eben nach hinten raus, wo so ein bisschen in der Unschärfe verschwindet. Witzige Idee. Hat man oft gesehen, aber so in Verbindung mit dem Wasser und sowas sehe ich es das erste Mal in Verbindung mit Sport. Finde ich eine witzige Idee, hätte ich nur persönlich eben ein bisschen anders angeordnet. Burkhard Achtergarde hat hier, der Burkhard hat hier noch ein Bild geschickt. Und zwar von einer Mallorca-Fotoreise, wo er mit mir war. Hier muss der Hinweis erlaubt sein für den November. Ihr habt das Fotoreisevideo, das Reisevideo zur Mallorca-Fotoreise hier auf dem Kanal ist wahrscheinlich schon gesehen. Sonst schaut da nochmal rein. Für den November sind für beide Reisen noch ein paar Restplätze frei. Also jeweils, glaube ich, jetzt im Moment 2 oder 3 Plätze. Da könnt ihr gerne noch buchen. Ich bin auf beiden Reisen persönlich unter anderem mit einem Kollegen als Fototrainer mit dabei. So, jetzt also. Schöne Reflexion, schöne Spiegelung. Ich weiß natürlich, wo das ist. Sieht ganz anders aus, als es dort vor Ort aussieht. Es ist nämlich in El Toro, für diejenigen, die nach der Location gucken wollen. Und durch die Schwarz-Weiß-Umwandlung, finde ich, ist auch die reingeritzten Schriftzüge in den Fels sind da ganz schön von weggegangen. Hast du gut gemacht. Ich finde auch, dass man den Übergang aus Spiegelung und Nichtspiegelung kaum sehen kann, weil das so ineinander übergeht und so geil rausgearbeitet ist. Wolken gut rausgearbeitet, Himmelstruktur. Finde ich klasse gemacht, Burkhard. Wenn man bedenkt, wie das Licht vor Ort war und sowas, gut, richtig gutes Foto. Der Olaf Luppes hat hier ein Foto eingereicht, das zeigt ganz offensichtlich Minden. Und ja, ist eine klassische Stadtpanorama. Über so einen Kanal drüber fotografiert oder Fluss drüber fotografiert. Dadurch natürlich relativ eindimensional. Im Vordergrund hier die Felsen und die Steine hier am diesseitigen Ufer, die tragen auch zur Tiefe nur relativ wenig bei, weil es eben keine tiefe Kameraposition ist, sondern du von relativ weit oben fotografiert hast. Dann haben wir drüben am Ufer relativ viele Lichtreflexe mit Sternenbildung, die aus der Lichtbrechung an den Lendenlamellen entstehen. Ja, ich würde sagen, so für mich offen gestanden eher so 0815. Nachtfoto, blaue Stunde und auch Wasser geht so. Emre Sieperl hat dieses Foto hier geschickt und das zeigt 3 Angler irgendwo am Strand beim Strandangeln. Das hat sehr schön viele Emotionen, weil es so eine bedrohliche, gewittrige Stimmung ist und die 3 hier so alleine stehen. Schön auch die Färbung von dem Wasser und das Ockerfarbene hier am Sand. Finde ich wirklich gut gemacht, gut gelöst. Schönes, nahezu quadratisches Format. Das mag ich. Ich fände es noch ein bisschen besser, wenn die 3 Angler jeweils an ihren Angeln stehen würden. Da hätte man bestimmt einen Moment warten können. Zumindest, dass der eine nicht so gebückt steht und die beiden, die nebeneinander stehen, ein bisschen auseinandergezogen. Das wird dem Bild noch gut tun. Ansonsten aber schön stimmungsvolles Bild geschossen. Mario Prinzhausen hat an der Thale ein Foto gemacht. Ja, Mario, das ist noch zu Zeiten, als es sehr kalt war, wie wir an der Eisbildung dort sehen. Dazu passt auch diese blaue Tonung ganz gut, wobei sie doch recht übertrieben ist. Es ist sehr kühl eingefärbt, sehr bläulich. Das missfällt mir. Und es ist auch kein guter Bildausschnitt. Viel zu viel los, wenig irgendwie Strukturiertes zu sehen, kein Hauptmotiv. Also ich wüsste nicht, was das Motiv sein soll. Sehr durcheinander, sehr wirr. Und für fließendes Wasser, wenn man da eine relativ lange Belichtungszeit nimmt, ich glaube, das habe ich auf dem Kanal diverse Male gesagt, dann fotografiert ihr besser gegen die Fließrichtung oder mit der Fließrichtung und nicht quer dazu. Dann haben wir von dem Rainer Klinghammer hier ein Foto aus irgendwie südlichen Gefilden.
Sehr schön türkisfarbenes Wasser, schön den Himmel blau nachgefärbt, obwohl das ein bisschen unnatürliches Blau ist. Ich schiebe mal hier nochmal quer rüber und komme mal hier nochmal rüber. Ja, ein bisschen merkwürdiges Blau. Aber es ist eine tolle Stelle, gute Perspektive auch. Man ahnt, dass hier vorne der Strand ist, weil da die Wellen so auflaufen, aber man sieht ihn nicht. Aber man sieht diese Mole, diese Betonmole, die hier reinführt und hinten rechts dieses Hütten von höchstwahrscheinlich einem Ressort. Gefällt mir ganz gut. Links am Bildrand ist noch so ein kleines bisschen Gischt zu sehen von der brechenden Welle da draußen auf dem Meer. Das hätte ich beseitigt, weil das ist so am Rand und das lenkt doch stark, zumindest mich, vom Horizont ab. Dann haben wir hier ein Foto von Moritz Nothacker. Und der Moritz, der war am Seljalandsfoss auf Island. Auch ein Wasserfall, den wir immer wieder versuchen anzufahren. Ja, schönes Bild davon. Nichts Besonderes, weil das macht natürlich jeder. Es ist auch nicht gut belichtet. Der Himmel ist total ausgefressen und insgesamt ist es auch zu hell. Also es gibt so quasi kein Schwarz im Bild. Ich glaube, du hättest vielleicht noch weiter weggehen müssen oder noch dichter ran. Eins von beiden. Die beiden in den gelben Regenjacken dort am Bildrand, die sind ganz gelungen, finde ich. Die passen da ganz gut hin, weil man doch ein Gefühl dafür kriegt, wie hoch groß ist es eigentlich, wenn man da nach hinten guckt. Auf die Person mit der roten Jacke auf der Treppe und da hinten rechts hinter dem Wasserfall auf die Person, die da schon halb hintersteht, dann merkt man, dass es noch viel größer ist. Aber es ist halt nicht gut belichtet und es ist mehr so ein Erinnerungsfoto, was ich vielleicht mit dem Handy mal schnell nebenbei gemacht hätte. Dann haben wir Marc Obert, der hier in Travemünde fotografiert hat, und zwar Blick auf den Triwall von oben ganz offensichtlich. Ja, wir hatten ja vorhin schon mal einen Travemünde-Foto von oben. Das ist hier jetzt was wirklich auch ganz Besonderes. Das muss man mal ganz klar sagen. Also irre, wie die Lichtstimmung da hinten ist. Cool, wie du von da oben das fotografiert hast. Ja, Marc, ich glaube, das andere Foto war auch von dir. Die sind hier heute nicht so richtig alphabetisch sortiert. Ich weiß nicht genau, warum. Aber tolle Möglichkeit. Hattest du ein Zimmer da oben? Vielleicht magst du mal hier unterposten, wie man da hochkommt. Oder ob das stimmt, was ich von angenommen habe, dass da ein öffentliches Café ist. Aber ganz tolle Lichtstimmung auf alle Fälle und das Neblige. Und die Abstufung von den eher Schwarzwerten im Vordergrund zu immer helleren Grau nach hinten. Cool. Nico Böwe hat dieses Bild geschickt. Das ist ein Bild, das könnte von mir sein, weil der Nico, der hat da sich einen ordentlichen Vordergrund gesucht. Ich wäre noch dichter rangegangen, hätte es noch weitwinkliger fotografiert, aber ansonsten gut gelöst, dass du da einen Vordergrund gewählt hast. Schön auch, wie du mit der langen Belichtungszeit dafür gesorgt hast, dass das Wasser so schön weich wurde. Das ist ja auch 30 Sekunden belichtet. Das ist schön, schön weich. Wir sehen trotzdem den hellen Reflex aus dem Himmel auch auf der Wasseroberfläche. Ich bräuchte unten nicht ganz so viele Steine. Wie gesagt, ich wäre ein bisschen nicht dran gegangen. Aber es ist wirklich ein tolles Landschaftsfoto. Janine Kecker hat dieses Bild hier geschickt und es zeigt hier so ein bisschen gefrorene Wassertropfen an einer Blattspitze, irgendwann im Winter fotografiert. Schön unscharf im Hintergrund mit schönen runden Reflexen aufgrund der Bokeh-Wirkung. Aber das Foto an sich sonst ist natürlich völlig nichts sagen. Keine Aussage, kein echtes Motiv. Der Wassertropfen verschwindet hinten in dem grünen Hintergrund, genau wie das Blatt, was hier reinragt, auch mitten in dem Grün verschwindet. Ein bisschen rund um das Motiv drumherum gehen, gucken, ob ihr eine bessere Stelle findet. Das ist eigentlich fast immer möglich, ein bisschen bessere Richtung und dann eher vor dunkel fotografieren. Norbert Zessack hat hier vom Wildseeolder See, ein Bild geschickt. Ja, ich weiß nicht, wo es ist, aber es ist eine sehr schöne Aufnahme, eine tolle Stimmung. Schön mit diesem bisschen Schnee, was da überall liegt und dem blauen Boot hier im Vordergrund. Auch hier gilt, ich wäre dicht an das Boot reingegangen, hätte geguckt, ob man es nicht noch weitwinkliger fotografieren kann, mehr Dramatik ins Bild reinbekommt. Aber es ist insgesamt ein wirklich klasse gemachtes Bild von einer Winterlandschaft. Gefällt mir wirklich gut. Auch schön, dass da noch niemand reingelaufen ist und so Fußspuren hinterlassen hat im Schnee. Ich hätte vielleicht auch hier eine längere Belichtungszeit gewählt mit einem Filter, damit der See noch glatter wird, weil so wirkt er doch sehr rau. Und rau ist die ganze Landschaft schon. Und auch die Wolkenstruktur oben, da hätte man bestimmt ein bisschen für Sanftheit auf dem See sorgen können. Und etwas nachbearbeiten, besonders die Lichter runterziehen, denn da oben links ist die Sonne doch sehr stark ausgefressen. Dirk Deutsch hat dieses Bild von der Hamburger Elbphilharmonie geschickt. Das ist jetzt sehr, sehr lang belichtet, das seht ihr auch sofort. Da ist das gesamte Wasser plattgebügelt der Elbe. Dazu muss man recht lang belichten, damit das passiert.
Sieht sehr steril aus, sehr clean. Ich weiß genau, wo es fotografiert ist. Vielleicht mache ich mal eine Sonderfolge von dort zum Thema Hamburger Fotolocations. Gute Stelle, schön hier mit dem Positionslicht hier im Vordergrund. Kann man sehr gut da fotografieren. Was vielleicht denkbar gewesen wäre, wäre ein bisschen mehr Tele zu benutzen, damit die Elbphilharmonie ein bisschen mehr ranrückt und das Bild ein bisschen verdichtet wird, weil so steht das doch sehr weit auseinander und sie ist auch sehr klein im Hintergrund und wirkt relativ verloren dafür, was sie für ein Klotz ist. Sieht so ein bisschen modellmäßig aus, aber vielleicht macht auch das den Reiz von dem Foto gerade aus. Wenn ihr eine Meinung zu habt, gerne hier unten in die Kommentare. Finn Schreiber hat auch einen Bach gefunden und fotografiert, auch den quer. Hier ist quer gar nicht so schlecht gewesen, weil wir nur eine Stelle haben, nämlich diese Stufe, wo wir so richtig Fließbewegung sehen. Der Rest ist relativ glatt. Auch hier ist es unglaublich durcheinander, auch wieder 30 Sekunden Belichtung, wenn ich es richtig sehe, aber sehr durcheinander. Gerade unten am Bildrand ragt so viel von dem trockenen Gras rein und sowas, geht doch ein bisschen dichter ran. Habt ihr auf diese Seite vom Ufer gar nichts mehr drauf. Dann schön die Kamera auf die Höhe von dem von dieser Stufe bringen und dann daran parallel längs fotografieren. Ja, dann wäre es im Hintergrund wahrscheinlich sehr hell geworden, weil da oben scheint ja schon die Sonne so rein zu blitzen. Aber dann zu einer anderen Zeit wiederkommen. Perspektive geht so und vor allem Motiv auch sehr, sehr mittig positioniert. Sebastian Happe hat ein Foto geschickt, auch von irgendwie einem Hafen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, einem Hafen. Ja, das ist hier ein Feuerschiff, was im Vordergrund liegt, was da festgemacht ist und hier unten auf der Promenade und auf der Hafenmole ist so gut wie gar nichts los. Sehr schöne Lichtstimmung, aber die harmoniert super mit den Farben des Feuerschiffes, das Rot, das Magenta auf dem Wasser, das Orange im Himmel, das Magenta oben im Himmel. Sehr schön gemacht. Bildschnitt, naja, also gerade das Ganze rechts hier. Der Mülleimer unten, direkt darüber dieses Häuschen, dann die gesamte Häuserzeile darüber. Was hat das mit der Bildaussage zu tun? Weiter nach links schwenken oder aber besser noch weiter nach links gehen mit der Kamera. Und dann trotzdem an der Hafenkante in Längs schneiden, wäre viel besser gewesen meiner Meinung nach. Lichtstimmung ist trotzdem grandios. Hans-Rüdi Hediger hat hier Eistropfenfotos geschickt. Ist das etwa auch im Winter fotografiert? Weil gefroren sehen die eigentlich nicht aus. Das ist am 3.11. aufgenommen. Aber die sehen nicht gefroren aus, sondern die sehen sehr flüssig aus. Schön mit den kleinen Sonnenreflexen da drin. Natürlich witzig, dadurch, dass das gespiegelt ist. Ist wahrscheinlich wird das andersrum gewesen sein, vermute ich mal, weil bei den meisten Menschen ist der Himmel nach oben und nicht nach unten. Dadurch ist die richtige Perspektive in die Wassertropfen gekommen. Und ansonsten ist es aber natürlich dadurch ein bisschen verwirrend. Das Einzige, was ich nicht ganz so schön finde, sind die hellen Reflexe, die besonders rechts an den Gräsern auffallen. Und diese sehr stark sechseckigen Dots, die da oben zu sehen sind. Da hätte ich ein bisschen abgemildert durch Beschnitt oder gleich wegnehmen oder irgend so etwas. Dann hat der Dirk Gierlich dieses Bild hier geschickt aus Berlin. Ja, sehr schöne Lichtstimmung auch. Toll mit dem Ausflugsdampfer dort und dem 1/4er Ruderboot, das gefällt mir sehr. Der Himmel ist toll, das Licht ist toll, alles ist toll. Nur warum bitte sind die Figuren hier links im Bild angeschnitten? Warum sind die angeschnitten? Ein kleines bisschen nach links schwenken hätte doch gar nicht gestört, weil rechts ist doch eh nichts Bildwichtiges drauf dort am Ufer. Also insofern, das ist ein bisschen schade, weil die Lichtstimmung wird höchstwahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen. Und das hätte wirklich ein richtig klasse Bild sein können. Da empfehle ich einfach immer mal schnell ein Panorama zu machen. Dann kann man nachträglich immer noch ein bisschen was ausschneiden von dem, was man dann wirklich braucht oder auch nicht. Der Rom Meyer hat dieses Bild hier geschickt. Das ist ein Bild, das zeigt die Skyline von Frankfurt. Ja, die hat man nun offen gestanden über Rom so häufig gesehen, dass es schwerfällt, da ein ganz objektives Urteil zu abzugeben. Weil die gibt es natürlich in, ich hätte fast gesagt, tausendfacher, eigentlich eher millionenfacher Form besser fotografiert als dein Foto. Standort nicht so ganz ideal, oben den Commerzbank Tower fast angeschnitten. Der steht auch alles ein bisschen schief, wenn ich das richtig hier deute am Monitor. Unten haben wir relativ heftige Reflexe auf dem Wasser. Es ist schon ein Ticken zu spät oder aber du hast die Tiefen nicht doll genug aufgehellt, weil es nämlich schon sehr harte Kontraste sind aus hell und dunkel. Da hätte man unbedingt hinterher eine Rohrbearbeitung nachsteuern können. Die Brücke davor ist ganz okay, aber rechts ist noch so ein Kran angeschnitten. Dann ist da dieses dunkle Haus, was dem Bild nicht weiterhilft.
Jeweils rechts und links sind auch die beiden Pfeiler der Brücke angeschnitten und man kann da jeweils noch unter durchgucken. Keine gute Idee, kein gutes Skyline-Foto aus Frankfurt. Dann hat der Stefan Korder hier von der großen Beltbrücke ein Foto geschickt und zwar vom Sonnenuntergang. Ja, tolle Perspektive, ganz offensichtlich tolle Brücke. Ich bin da noch nie rüber gefahren, aber gefällt mir sehr. Eine richtig tolle Perspektive, wobei ich bei der Perspektive im Moment nicht ganz genau weiß, wo du überhaupt stehst. Also ist man dann hier schon auf der anderen Seite oder bist du mit dem Kopf da geflogen oder weiß der Geier was? Ich kann das hier nicht ganz genau sehen. Doch, ist wahrscheinlich schon. Ich kann das doch sehen. Ich kann nämlich sehen, dass man in der Olympus fotografiert ist mit der EM1. Also Kopter scheidet wohl aus. Aber schön an dieser Brücke entlang. Die Brücke steht auch wirklich toll da. Schön gerade ausgerichtet. Coole Wolkenbildung. Ihr wisst es, im Gegenlicht kriegen die Wolken oft so Säume um sich drumherum. Gut gemachtes Foto von der Beltbrücke. Cool. Und dann haben wir noch den Ulf Lautenbach. Der hat in St. Peter-Ording am Strand fotografiert. Ja, das ist eine ganz witzige Idee, Ulf. Dadurch so ein Ring, was auch immer das ist. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen, du hältst so eine typische Studio- oder Baumarktklemme in deiner Hand und hältst die vor die Kamera. Ich hoffe, es ist das nicht das, was ich da sehe, sondern es ist irgendwas Festes. Aber gerade die Tatsache, dass das so nicht zu erkennen ist, ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite halt dämlich, weil man sich dann irgendwas denkt. Und wenn man jetzt so denkt wie ich, dann sagt man, wie kommt man bloß auf die blöde Idee, so eine Baumarktklemme vor die Kameralinse zu halten? Wie gesagt, in Wahrheit wird es anders gewesen sein. Licht geht so und ihr seht auch sehr schön diesen Unschärfe-Effekt, der rund um dieses Loch herrscht, nach innen und nach außen, wo es noch so kleine Kontrastkanten gibt. Ja, das passiert eben, wenn man sehr nah rangeht und dass sie offenblendig ist, immer nochmal Lichtstimmung, naja. Und es gibt vielleicht so einen Fleißpunkt für die Kreativität, aber so richtig doll ist das offen gestanden auch nicht. Ja, klasse Bilder dabei gewesen zum Thema Wasser. Freut mich total, dass ihr so zahlreich eingesandt habt. Ganz, ganz super. Macht mir riesen Spaß, weiterhin eure Bilder zu besprechen. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Wenn ihr auch mal mit uns nach Island fahren wollt, die Islandreise für 2018 ist online. Folgt doch mal dem jetzt eingeblendeten Link. Und ansonsten sehen wir uns am Mittwoch um 17 Uhr zum Fotoshooting-Mittwoch wieder und nächsten Samstag um 14.30 Uhr wieder zum Bildbesprechungs-Samstag. Ich freue mich auf euch und immer schön dran denken, wir zwei, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, ich habe keine Wasserallergie. Ich dachte, die gibt es nur bei nassen Hunden. So, Scherz beiseite, haben wir einen Fisherman's genommen. Vor der Aufnahme der Folge hier. Und ja, der Pfefferminz, das reizt jetzt meine Neben. Höhle. Aber gleich geht's wieder. Das kennt ihr schon von anderen Folgen. Das ist ja schnell vorbei und dann geht's auch gleich wieder. Das erste Foto für heute ist von der Annette Hassanien. Ja, Annette, ein schöner Bachlauf, den du fotografiert hast. Hast auch eine gute Belichtungszeit gewählt. Oh shit. Na super, es ist Bildbesprechung Samstag. Der Fischer hat einen Niesanfall. Das ist ja Gold. Großartig. So kann man arbeiten. Das erste Foto für heute ist von der Annette Hassanien. Ja, Annette, du hast so einen schönen Gebirgsbach fotografiert. Gut gelöst, gute Belichtungszeit, gute Stelle, schön tiefe Position. Alles soweit ganz. Oh. Ey, das gibt es doch nicht. Annette, es liegt nicht an dir und auch nicht an deinem Foto. Mach dir keine Sorgen.
Das einzig Gute an der Nummer hier ist, ja, dann wird die Stimme wieder so ein bisschen rauer und klingt so ein bisschen, ja, wisst ihr schon, oh, ja. Wunderbar. Oh, ich warte noch mal ganz kurz, weil ich glaube, ich muss noch mal hier. Man tränen mir die Augen. Das erste Foto für heute ist von der Annette Hassanien. Ja, Annette, hast du einen schönen Gebirgsbach gefunden, schönen Bachlauf fotografiert. Schöne Stelle, gut niedrige Perspektive. Und wir kommen immer noch nicht weiter. Oh, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ich versuche die Stelle nochmal zu sagen, ohne niesen zu müssen. Mal gucken. Das erste Foto für heute ist von Annette Hassanien. Ja, Annette, da hast du einen schönen Bach gefunden, eine schöne Stelle, schöne tiefe Perspektive. Ey, das gibt's doch nicht. Wenn ich diese... Das ist doch echt hier... Ja, diese Bildbesprechungen, die brauchen lang. Die sind nicht so mal eben in 5 Minuten aufgenommen. Das dauert. Ich versuche mal mit dem zweiten Bild anzufangen, ne? Nein, wir versuchen es nochmal mit dem ersten.